Wir waren hier auch schon. Oh, ist das hier schön. Was ist denn das? Das könnte Chardinal sein. Das ist Chardinal. Und da haben wir diesen Altar. Okay, von dem kriege ich gar nichts. Wir müssen hierher. Okay, was ist nochmal die Quest? Ich muss einen dunklen Spalt südlich von Chardinal finden, bevor der nächste Schatten des Wiedergängers erscheint. Ich sollte nach den himmlischen Lichtern ausschalten, die im Buch des Todbeschwörers erwähnt werden. Wir haben eh vorher gespeichert, bevor wir hierher gekommen sind, Leute. Wir packen jetzt alle unsere großen Seelensteine da rein. Und dann legen wir uns hier auf die... Oh! Die Idee hatte schon mal jemand, sich hier auf die Lauer zu legen. Hat ihm nicht nichts gebracht, Leute. So, ich wollte sagen, dann gehen wir jetzt bis abends, also 20 Uhr. Jetzt haben wir 13 Uhr, das heißt 7 Stunden warten wir jetzt. So, dann fällt mir ein, die kommen ja nur an... Haben wir das eine Buch, das Totenbeschwörermond noch? Nein. Himmlische Lichter. Also hier sind... Das Problem ist, Leute, ich weiß nicht mehr, wann diese Lichter auftauchen sollen. Naja, jetzt soll er offenbar nicht. Wieder nicht. Wir warten mal hier. Hey! Und ich möchte immer wieder Beschwörung üben. Beschwörung hat sich verbessert. Vampirismus hat sich verbessert. Sundas hätten wir jetzt. Bis jetzt keine Lichter. Und es geht auch wieder die Sonne auf. Wir sind immer noch unsere Seelensteine hier. Okay, Leute, wir warten jetzt einfach mal hier im dunklen Spalt. Wir sind leider Vampir, das heißt, wir können jetzt nicht draußen warten. Bis es wieder Nacht wird. Die sind schon blind, oder? Wurmeinsiedler. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Der Orden des Schwarzen Wurms vertilgt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Wir machen mal ein bisschen Faustkampf, Leute. So, jetzt ist er weg. Ich dachte wirklich, wir könnten mit ihm reden, Leute. Aber leider nicht. Naja. Wir können hier rasten. Es ist 6 Uhr morgens, ich möchte ganz bis 20 Uhr wieder rasten, das heißt, das sind 14 Stunden.
Aber die Höhle an sich haben wir, glaube ich, schon mal durchgemacht, oder? Ja, hier waren wir schon mal. So, Dremora-Beschwörung kostet nur noch 29 Mana. Gut, dann warten wir jetzt wieder die ganze Nacht durch, Leute. Denn jetzt ist ja Sundas. Irgendwann wird das doch mal passieren. Wenn das nur einmal im Monat passiert, Leute, dann wäre es blöd. Ich glaube nicht, dass das nur einmal im Monat passiert. Ich glaube einmal pro Woche. Ansonsten haben wir ein Problem. Das ist es. Das ist es, Leute. Ja, und jetzt? Das ist das Licht. Ja, und jetzt? Das ist eindeutig dieses Licht. Muss ich noch irgendwas machen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich warte mal wieder eine Stunde. Das Licht ist noch da. Und die Seelensteine auch noch. Vielleicht darf ich nur einen reinlegen. Nö. Vielleicht muss es ein Lehrer sein. Nö. Okay, ich lege einfach wieder alle rein. Wir warten noch eine Stunde. Das Licht ist noch da. Immer noch da. Immer noch da. Oh Mist. Immer noch da. Vielleicht war das nur so eine Art Vorflimmern oder sowas. Und jetzt wird es dann soweit sein. Also warten wir noch mal 14 Stunden bis 20 Uhr. Falscher Zauber. Tatsache, jetzt ist auch wieder ein Licht. Und es scheint jetzt tatsächlich auch irgendwie ein bisschen besser zu sein.
Aber vielleicht ist es noch zu hell. Wir warten mal wieder eine Stunde lang. Sehr schön. Questmark ist immer noch hier. Jetzt ist sie weg. Also Leute, offenbar ist es von Sonntag Nacht bis Montag, bis Dienstagnacht. Hier das. Also von Sonntag bis Dienstag. Sonntag Mitternacht bis Dienstag Mitternacht. Ja, und jetzt? Kein einziger Stein wurde irgendwie verwandelt? Was muss ich hier machen? Ich habe die Mission nicht dann gesehen. Ja, das ist irgendwie... Habe ich schon wieder einen Bug? Ich sehe mal nach, was man machen muss, Leute. Aber das kann es doch echt nicht sein. So, jetzt sehen wir mal nach, Leute. Okay. Da habe ich die Quest. Ah, okay. Fast, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wir dürfen nicht warten. Also, wir dürfen nicht das warten. Sondern wir müssen tatsächlich hier dabei stehen und zusehen. Das Ritual beginnt immer um Mitternacht. Wir packen also wieder die Sehnsteine. Also, es ist echt blöd, Leute, dass man da tatsächlich aktiv dabei zusehen muss und nicht einfach nur warten kann und dann hat man es. Das ist echt blöd. Also wir warten jetzt bis Mitternacht. Das sind jetzt, wir haben es ja bis kurz vor Mitternacht, das heißt 22 Stunden. Dann ist es kurz vor Mitternacht und dann warten wir einfach, ob die Lichter wieder auftauchen. Vielleicht haben wir ja Glück. Raus. Ja, gut, die Lichter sind heute nicht da. Wir haben noch 8 Minuten. Wir warten einfach mal. Vielleicht tauchen sie um Mitternacht hier wieder auf. Schöne Aussicht, Leute. Auch wenn es Nacht ist. Und wir kommen etwas sehen. 12:02 Uhr. Okay. Das war's nicht. Beschwörung hat sich verbessert. Wie viel kostet es jetzt? Immer noch 29. Okay, wie hoch ist unser Beschwörungsskill eigentlich? 77. Cool. Na gut, Leute. Also, wir warten jetzt 23 Stunden. Und dann müssen wir jetzt fast eine Stunde warten. Also manuell. Tatsache. Naja.
Aber dass man das nicht, dass man das Warten nicht automatisch aufhört. Bei manchen Dingen hört das Warten einfach automatisch auf. Aber da halt leider nicht, Leute. Das finde ich schon blöd. Okay, also ich wisst was? Ich warte jetzt die gesamte... Wo ist eigentlich mein Typ hin? Der ist hier nicht. Na egal. Vielleicht ist er da dahinter versteckt. Ich warte jetzt einfach so lange. Einen ganzen Tag, bis die Beleuchtungen wieder mal da sind. Dann müssen wir auch nicht so viel die ganze so oft die ganze Stunde warten. Wir haben das Ding ja auch am das Licht ja auch am Tage gesehen. Okay, heute regnet es. Na gut, warten wir noch mal den ganzen Tag. Freitag haben wir jetzt schon, Leute. Sieht für heute auch nicht wirklich gut aus. Oh. Gut. Warten wir wieder. So, Loredas. Das ist, glaube ich, der Samstag.